Nee, Okay, das eigentlich ist heißt er ja Bob. Ace. Aber ich habe ihn gestern auf Bob getauft. Bob ist Banker. Er Okay. trägt Bob. Mit Bart. Und Fliege. Und er mag Bobhead. Aha. Und er guckt gerne er Bob, mag den Bob Baumeister. Ross. Nein, Bob oder? Ross. Er schaut Wenn Bob wir Ross das schaffen. Zu. Nein, wir schaffen das überhaupt Auf gar keinen Fall, denn so dermaßen. Nein, natürlich schaffen wir das. Bad Boy Bob. Okay. Er liest, er hat sich die alte erstmal durchgelesen. Das ging aber. Ich bin beeindruckt. Das ist nicht gestern schon. Ja, ich? Ich meinte Thomas. Ach so. Zergu. Oh, nicht Thomas. Nenn mich noch einmal Thomas. Ja. Ja, also, da. Wenn ich ein Killer bin, ne? Wenn ich mal dreimal wissen, wen ich nehme, und zwar nicht die Hexe. Die ist so übelst cool. Jetzt hätte ich gerne mal die neue Karte. So, wer ist jetzt? Tobi? Mhm. Du bist lieb zu mir. Welcher Tobi? Mal gucken. Tobi Morn, ja, haben wir noch einen Tobi? Noch zwei andere zu töten. Ja. Ja. Langsam. Ach, Langsam ist auch ein Tobi. Ja, ich bin auch ein Tobias. Ach so, dann wie soll ich dich denn nennen? Ein Tobi, alter Mann, das passt. Tobi. Hey, cool. Ey, der ist jung. Wer ist denn da bei mir? Der klingt nur alt. Ich mein's Jakob. Oh, grüß dich. Wer ist Bob? Ja, meine Freunde, willkommen auf meinem Spielplatz. Ah ne, das ist aber nicht dein Spielplatz. Tobi, weißt du, wie du klingst? Ich kling wie ein verdrutschende 10-jähriges Mädchen. Du klingst wie Josie Nein. vom Sascha Krammel, die süße ja. Schildkröte, die unbedingt geheiratet werden will. Oh, der Gejammer. Oder wie aus Hausbank, das Vieh, tötet mich! Tötet mich! Also, aber nee. Es gibt noch was Süßeres als Josie. Ich finde die gar nicht so süß. Ich finde die ehrlich gesagt nervig. Ey, meine kleine Schwester im Urlaub, Baby die hat die Josie so geil. Hat die hat ein Baby? Wer ist der ja, Vater? Das ist eine neue Figur bei ihm. Wer ist der Vater? Keine Ahnung. Es gibt aber jetzt noch Baby Josie. Weiß ich nicht. Und den Katzenfisch. Mein Kürzer, komm mal mit. Ich möchte mal mit dir spielen. All die Pappen. Da habe ich das weit versteckt raus, weil Tobi Killer ist. Ich brauche einen Schrank. Ich gehe jetzt in den Schrank rein oder was? Warum läufst du weg? Ich hab auf den Boden und mach Photosynthese. Oh mein Gott. Aber wenn du auf dem Boden liegst und so Photosynthese machst, dann musst du aufpassen, dass der neue Killer nicht kommt, dann seinen Haufen auf dich drauflegt und dann bist du am Arsch. Wieso blutest du denn? Bist denn du? Weil du hässlich bist. Oh, bist du warum beleidigst du mich denn? Schau im Spiegel, dann weißt du warum. Nein, Mann, lieber nicht. Ich möchte jetzt den Killer auch mal auf der Map spielen. Ja, ich wäre ja erstmal froh. Du zerstörst meine Konzentration. Na, du Arsch, lass mich in Ruhe. Au, wieso haut er mich? Was, die können mich auch hauen? Oder wie, oder was? Nö. Hä? Doch, wenn du genau drauf stehst, wenn die hochkommen. Komm mal. Tobi, bist du da? Tobi hat mich gehauen, du Arsch! Boah, na warte. Ach, halt schon mal kurz. Ich muss das kurz machen. Ja, guck mal. Dann pass mal kurz. Tobi! Weißt ja? du, was das Schöne ist, wenn du den spielst? Jetzt. Dein Puller ist weg! Tobi-Frau! Hä? Du? Jawohl! Tobi-Frau! Wo bist du? Ich meine, wo bist du? Tobi-Frau! Dein Buller ist weg! Ey, geh weg! Du stinkst! Du stinkst nach Bruder! Ey, du hast mir den Arsch gebissen! Geh weg! Putz dir doch wenigstens die Zähne! Ah, bist du lecker? Du bist aber schön! Will dich in die Gülle! Du bist so schön! Ja. So schön! Deine makellose Haut! Und du sollst auch bleiben! Geh weg! Hör auf zu schreien, da krieg ich die Kopfschmerzen. Ja, da sollte ich wieder weiter schreien. Ich sehe nichts am Boden, wenn er da was macht. Die sind doch ganz schwer zu erkennen. Da würde ich niemals. Ich guck jetzt ja, an die Stelle und sehe nichts. Dann wacht mal ab, bis er ganz weg damit spickt und du da durchrennst bei der Flucht. Also, dann ist er wohl ein bisschen OP, oder? Ja, schon ein bisschen. Na toll, ich kann mich nicht mal revanchieren.
Dann ist das Michael, mein Lieblingsbruder. Ja, ja, ja. Das Schöne ist, es holt mich keine Sau hier runter! Ja, ist so weit weg, oder? Denkst du im Keller, oder? Nee, ich häng nicht im Keller. Nee, hier draußen. Nee, keiner da, okay? Nee, weil du kämpfst. Du kämpfst denn? Doch, du kämpfst, ich hör dich. Ich bin weiter weg. Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Pizza. Aber das ist doch für ein Arsch, dass man diese Bodenzeichen nicht sieht. Was ist denn das für ein Kackkiller? Das ist gut, ne? Lass mich nicht wiederholen. Alter, Feier! Du Boss. Was war das denn jetzt? Oh, danke schön. Tobi, du lässt mich leben, sonst kriegst du Ärger mit mir. Ich hab auf dich zweimal drauf gehabt. Warum stirbst du nicht? Warum sollte sie? Jetzt werd ich langsam ein bisschen wütend. Alter, du hast echt ein Problem, ja? Und ich schäme mich jetzt nicht, dass ich Alter gesagt hab. Geh weg! Was? Warte mal, ich hab noch nicht den Daniel gesehen. Daniel! Daniel! Oh. Wo bist du? Der hat sich verpieselt! Daniel! Oh nein! Ich bin nicht da! Scheiß Zeichen! Daniel! Oh, Thomas! Thomas! Ich meine, Thomas ist nicht da! Er hat die gleiche Kleidung! Nein, der ist im Bett, der muss nachher arbeiten! Sag mal, Langsjung, wieso nennt er dich die ganze Zeit Thomas? Das irritiert Keine mich! Keine Ahnung! Er hat die gleichen Klamotten an. Er ist ein Thomas. Thomas ist nackig? Nee, er hat diese grüne Lederjacke an und das hat sich bei mir eingeprägt. Also, okay. Also einmal im Gras und einmal am Baum. Ich hab überall meine Kämpft er Spiele. Denn wieder? Ja. Ja, ich campe gerade hier. Guck mal, wie ja, ich am Campen bin. Tobi? Ja? Geh sterben, und zwar woanders. Geh deinen Puller suchen, du hast ihn irgendwo verloren. Ich bin schon tot. Geh weg, du Arsch. Hör auf mich zu hauen. Hä? Daniel! Also, geh davon, ich kann keinen Haken! Daniel, ich kümmere mich gleich um dich, ne? So, lauf doch mal, Mädchen. Mädchen, bist du doof? Ach so, Zergo, weißt du schon, du kannst mehr als 10 Dinger setzen. Ich weiß. Kann man beim Campen braucht man das nicht. Ja, du kannst 10 beim 11. verplatzt dann das Älteste, was du gesetzt hast. Geh ja weg und bleib weg. Oh, Tobi. Daniel, komm mal her, mein Gutster. Das sag ich jetzt nicht, weil ich aufnehme, aber glaub's mir, du. Du bist gerade echt am Lecken, Daniel, ne? Immer so nebenbei. Warum denn ich? Nee. Weil ich dich gerade gesehen habe, wie du am Lecken bist. Wo? Tobi ohne Puller, der kriegt gleich einen Schnuller. Ach, das ist wieder herrlich. Wer kriegt denn da? Ist da bei dir jemand in der Nähe? Ich hab irgendwo noch einen Gast, ja. Hab ich doch gerade gehört. Also was Herzschlag oder was? Jetzt nicht mehr. Ist das jetzt hier die neue Karte? Nein. Sieht trotzdem irgendwie nicht so vertraut aus. Ja, wie sieht. Ich hab verändert, oder? Ich habe lange nicht mehr gespielt, das ist was anderes. Oh ja, fasst mich an. Mm. Hey, ich wollte die Stricknadel nicht haben. Entschuldigung, zu früh. Ja, passiert dir das öfter? Nein. Gott. Ich bin so erotisch, da passiert das halt. Ah, okay. Ich will zugucken. Wo seid ihr? Ich bin ja noch. Wo seid ihr? Ja, nicht da. Weg. Du bist weg, weg. Du bist wieder allein. Oh Mann, nicht allein, schon wieder. Allein. Seit 4000 Jahren bin ich schon alleine. Ja, da würde ich mir mal Gedanken machen, woran das liegt. Da würde ich mir mal was anziehen, da bist du nicht mehr alleine. Seite, danke schön, Jungs. Ich würde mir einfach mal einen Kartoffelsack drüber ziehen. Ja, ich bin doch schon unterwegs, Daniel. Follow me. Follow my lead. Follow. Follow, please. Oh, Echt jetzt? Weg, geh weg, hau ab. Geh weg. Bei Fuß.
Tschüss, geh weg. Aus, pass. Tobi? Ich reiche nicht, der Höllenkürzel. Du bist... Boah. Okay. Du hast ein, du hast keinen Arsch. Hat jetzt schon mal einer gesagt, du bist schlimmer als Schneewittchen. Die hat wenigstens so ein bisschen Tittchen. Du hast ja nix. Du hast ja gar nicht. Du hast ja nie mehr Pullermann. Mit Daniel. Bartwuchs hast du auch keinen. Ja, folg mir, Maike. Was? Nö. Nee. Du kannst alleine gehen. Boden zerstört. Ja. Der Boden ist so angenehm kühl. Das ist gut für den Rücken. Oder so. Ich jetzt. Na, ich jetzt. Wie hast du das geschafft? Hä? Ja, scheine Sonne auch. I follow you. Deep sea, baby. I follow you. Oh, oh, oh. Tobi. Das war auch direkt am Haken, ne? Ach, scheiße. Ach, stimmt ja. Ja, komm mal mit. Sag mal, du hast doch heimlich geübt. Nein! Hast du dich gerade selbst befreit? Komm, mach's nochmal! Hm? Mach nochmal! Hm? Oh, Daniel ist tot! Er starb im frühen Morgenrot! Ja, Ich lass diese scheiß Tentakel stacheln oder so. Was? Wollt ihr nicht den Daniel befreien? Oh. Nee. Wir haben hier noch einen. Ja, der ist beide raus. Ja. Der ist auch tot. Also, es ist ein erhöhtes Risiko, wenn man Daniel heißt in diesem Spiel. Ja. Oder Daniel. Oder Tobias. Tobi, hör auf, bei mir zu campen. Mach's gut, Heike. Tschüssi. Mach's gut, Daniel. Weil keiner dich mag. Oh, ja, weil du als bei mir campst. Robin, wie immer. Tobi, Frau ist eine Campersau. Ey, es reibt sich. Das ist eine schlechte Bewertung. Fuck you, wo war ich am Campen? Das wirst du dann schon merken. Ja. Ja klar, hast du Herzschlag, wenn ich bei dir hier bin. Aha, also hast du auf mich aufgepasst, ergo hast du gecampt. Ich hab nur eine... Hat eine gewisse Logik, ja. Eben, ich muss in 32 Meter Abstand halten, damit die... nicht zu meiner Illusion... dann mach das doch auch. War ich doch! Ja, wieso hat er dich dann gehört? Keine Ahnung! Er hat ein Super-Headset, keine Ahnung. Das war jetzt aber eine ganz billige Ausrede, mein Freund. Nee, das Spiel ist einfach nur unendlich laut. Ich bin nicht am... Nein, gar nicht. Heike, ich sehe dich. Ja, dann guck direkt wieder weg. Du hast gar kein Recht, mich mehr anzugucken. Ich werde dein Tod so genießen. Ja, genau. Deshalb töte erstmal Langsjung. Das Beste kommt zum Schluss, nein. Weißt du doch. Okay. Okay, langsam. Die Höllenfürstin hat so befohlen. Du willst doch keinen Namensvettern umbringen. Na gut, das ist jetzt so eine Patz-Situation, ne? Ja, das ist jetzt aber irgendwie... Lehn dich mal bitte kurz nach links. Müssen wir uns jetzt mal einigen, ne? Entweder stirbt erstmal ein Namensvetter oder deine Herrscherin. Also wenn du Langsjungen erwischen möchtest, musst du zu dem großen Haus gehen. Ich vertraue dir nicht. Komm, sei lieb. Okay, du hast mich einmal gehauen, jetzt sind wir quitt. Jetzt musst du auf Langsjungen gehen. Wenn ich da habe ich ja keine Chance. Wenn ich die Höllenfürsten töte, übernehmen sie. Lucke, ach geil. Überleg mal so, wenn du sie tötest, übernimmst du ihren Posten. Ecke, komm dann gewinnst du doch wesentlich mehr. Nein. Suche Langsjung. Guck mal, hier ist die Luke. Bleib einfach da stehen und kämpfe. Kämpfe die Luke. Das macht Sinn. Bleib doch mal stehen. Was ist denn für eine Kakate hier? Was sind da für komische Gebilde? Ah! Geh weg! Geh kotzen oder scheißen, ist mir egal. Scheinklasse. Ich möchte hier nicht alleine bleiben. Bart. Ich möchte nicht wissen, wie du riechst, wenn ich direkt kotzen muss. Riech mein Atem. Ja, ich fürchte, das kommt eher von hinten. Nein, ich hätte es fast geschafft. Langsjung! Ich habe die Luke gesehen. Schade, dass du die nicht gesehen hast. Das finde ich sehr toll. Ja, aber Tobi weiß auch, wo die Luke ist. Beim toten weißen Baum. Er weiß auch, wo die Luke steht. Das ist schön. Ja, deshalb versuch's gar nicht erst. Spiel bewerten kann man jetzt auch, weil das ist ein Detail.
Und du kannst den Zerko endlich fürs Campen reporten. Ach so, Tobi Frau kriegt eine schlechte Bewertung. Vor allem die sagen, dass die Campen jetzt nicht so reizvoll gemacht haben, ne? Mit der Hexe haben die das erst recht reizvoll gemacht. Ja, aber wenn du jetzt den Campern... Was? Rechts, rechts. Rechts, 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 rechts. Ich hab grad... Nein, komm Tobi, sei fair jetzt. Das ist der letzte Überlebende. Du verlierst eh keine Punkte. Mein Prinzip als... Hä? Mit Prinzipien muss man manchmal brechen. Hä? Was ist? Renn dahin. Ja, wo? Links, leicht links. Da zum Totem. Hä? Links? Ja. Links? Links, jetzt rechts. Ja! Oh, rein. Rein! Oh. Wieso geht er nicht? Oh. Was? Ich hab dich doch! Nein, du hast nicht! So, jetzt, wie kann ich dem jetzt eine schlechte Bewertung geben? Indem du aus links, ganz rechts, neben dem Messersymbol draufklickst. Das Megafon, was da auftaucht, wenn du auf den Namen gehst. Okay, ja, hab ich schon. Megafon, genau, das war der Name. Echt jetzt? Nein, will ich nie machen. Entschuldige, was ist denn die Punkte, die ich krieg? 21.000 Punkte. Ja. Gott sei Dank gibt's sie da nicht. Ich bin kurz austreten, gleich wieder. Okay. Dann können wir doch jetzt eine Runde mit dem Scheißele machen. Könnten wir, ja.